Hallo Jena. Der Wochenrückblick zum Freitag beginnt heute mit die Erinnerung an die fürchterlichen Dinge, die am vergangenen Wochenende, am Samstag, am späten Abend passiert sind. Da ist eine Gruppe vermummter Jugendlicher durch die Stadt gezogen und hat in der Einkaufspassage in der Löbterstraße schwere Verwüstungen, Zerstörungen hinterlassen. Hinter vorgeschobenen politischen Begründungen, die zu großen Teilen inzwischen überholt oder schon entkräftet gewesen sind. Deswegen gehen wir auch alle davon aus, dass es am Ende nicht wirklich um politische Forderungen an dieser Stelle ging, sondern um blanke, um nackte Zerstörungswut. Diese Vorfälle werden inzwischen von der Polizei als schwerer Landfriedensbruch eingeordnet und auch so verfolgt. Ich bin sehr, sehr dankbar, Minister Meyer, der persönlich nach Jena gekommen ist und sich gemeinsam mit mir und Dezernent Kopper ein Bild von den Zerstörungen gemacht hat und der erklärt hat, dass die Polizei hierfür zur Ermittlung eine Sonderkommission eingesetzt hat, die genau diese Vorfälle verfolgen wird. Und wir haben als Stadt vor wenigen Tagen wiederum in Abstimmung zwischen Dezernent Kopper und mir eine Belohnung ausgeschrieben für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, in Höhe von 3.000 Euro, weil wir auch von städtischer Seite her ganz klar und materiell das Zeichen setzen wollen, dass wir solche Vorfälle nicht tolerieren werden, dass wir das nicht hinnehmen werden, nicht hinnehmen können. Ich bin ebenso dankbar wie dem Minister, den Parteien und Fraktionen im Jenaer Stadtrat, die sehr, sehr schnell, zeitnah nach den Vorfällen öffentlich ebenfalls erklärt haben, dass das absolut inakzeptabel ist. Und ich bin genauso der Bevölkerung unserer Stadt dankbar, die das gleiche Zeichen ausgesendet hat, und zwar auch in den sozialen Medien, wo man ja durchaus sehr heterogene Äußerungen finden kann. In dieser Frage gab es kein Vertun. Das sind Straftaten, und zwar schwere Straftaten, die hier begangen worden sind. Gewalt in welcher Form auch immer, ob gegen Personen oder gegen Sachen, kann und darf niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein, wenn es denn tatsächlich um Politik gegangen sein soll hier. Ich hoffe, dass die Polizei relativ schnell Ermittlungserfolge zeitigen kann. Und ich glaube, unsere Stadt und auch der Freistaat haben hier gemeinsam sehr, sehr klar deutlich gemacht, dass das in Jena und in Thüringen nicht geduldet wird. Zweites Thema, Zeitsprung. Gestern am Donnerstag haben wir hier vorm Technischen Rathaus unter der Kastanie die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr verabschiedet, etwa 30, die zum Teil fast ein halbes Jahr lang inzwischen hier in Jena gewesen sind und uns und insbesondere das Gesundheitsamt unterstützt haben in der Pandemiebewältigung. Wir haben gemeinsam die komplette Stadtspitze unseren herzlichen Dank den Soldatinnen und Soldaten mitgegeben. Wir hätten im vergangenen halben Jahr an vielen Stellen, wo die Soldatinnen und Soldaten uns geholfen und unterstützt haben, allein nicht gewusst, wie wir der Lage Herr werden sollen. Wir waren davon abhängig und darauf angewiesen, dass wir diese Hilfe haben. Wir haben sie sehr dankbar entgegengenommen. Und wir hatten gestern aber auch den Eindruck, dass die Soldatinnen und Soldaten ihrerseits dankbar dafür waren, dieses Zeichen des Dankes und der Anerkennung zu erhalten. Geholfen haben die Soldatinnen und Soldaten bei der Kontaktnachverfolgung. Sie haben geholfen beim Abstreichen, also beim Testen, auch in den mobilen Teams, die teilweise unterwegs waren. Und sie haben in den Alten- und Pflegeheimen unterstützt, insbesondere in dem einen Pflegeheim, das uns ohne diese Unterstützung vermutlich weggerutscht wäre. Da sind wir unendlich dankbar, dass wir die Kameradinnen und Kameraden hier in der Stadt hatten. Und wir haben gemerkt im Laufe der Verabschiedung, dass auf beiden Seiten, Seiten der Stadt, des Gesundheitsamtes und auch bei der Bundeswehr selbst, ein gutes Stück Wehmut dabei war, des Abschiedes jetzt, weil tatsächlich über der Zusammenarbeit in den letzten Wochen und Monaten nicht nur Vertrauen gewachsen ist, sondern in vielen Fällen tatsächlich sogar freundschaftliche Beziehungen zwischen den Kolleginnen und Kollegen der Stadt und der Bundeswehr. Die Bundeswehr verschwindet natürlich jetzt nicht aus der Stadt. Es hat nur ein Kontingent abgezogen werden müssen, das jetzt andernorts eingesetzt werden wird. Wir werden weiterhin auf die Unterstützung der Bundeswehr zurückgreifen können, werden künftig dann Soldatinnen und Soldaten hier in der Stadt haben, die aus dem Bataillon kommen, das in Gera stationiert ist. Drittes Thema, wiederum am Donnerstag. Da haben wir am Vormittag in Winzerlaa
Und zwar im Vorgriff auf den am Sonntag stattfindenden Internationalen Tag gegen Rassismus eine Aktion gemacht, gemeinsam mit dem Stadtteilbüro, Herr Mess war da, gemeinsam mit CoCont, Herr Sammers war da und gemeinsam mit der Partnerschaft für Demokratie, für die Herr Krampe da war, und haben uns an der Aktion Vorsicht, Vorurteile beteiligt, indem wir großflächige Aufkleber in Winzerla auf den Gehweg am Enver Schimschek-Platz aufgebracht haben, die gedanklich zum Stolpern animieren sollen, dass man über bestimmte Dinge reflektiert und nachdenkt. Sie wissen ja, dass wir das Jahr 2021 hier in Jena zu einem Gedenk- und Aufarbeitungsjahr machen wollen, werden und damit schon begonnen haben, weil wir gerade mit Bezug auf das Thema Rassismus und insbesondere mit Bezug auf den NSU, der hier in Jena seinen Ursprung nahm, eine ganz besondere Verantwortung tragen als Stadt. Der wollen wir gerecht werden, sowohl erinnernd als auch die Perspektive der Opfer stärker in den Blick rückend, als das in der Vergangenheit war, als auch aufarbeitend. Deswegen haben wir im vergangenen Jahr als Auftakt für dieses Gedenk- und Aufarbeitungsjahr den Platz in Winzerla, in Enver Schimschek-Platz, umbenannt auf Initiative aus der Zivilbevölkerung, der Anwohnerinnen und Anwohner vor Ort ist das geschehen. Ein besonders wichtiges Zeichen, dass es aus der Mitte der Stadtgesellschaft kam, dieser Vorschlag. Und wir werden über das ganze Jahr hinweg viele Gelegenheiten haben, sowohl zu erinnern und zu gedenken, als auch aufzuarbeiten. Und wir wollen uns, und deswegen gab es diese Aktion, auch der zweiten Front, an der wir gegen den Rassismus kämpfen, ganz verstärkt widmen. Und das ist die Front des Alltagsrassismus. Dort, wo er gar nicht politisch-ideologisch daherkommt, sondern da, wo er oft sogar unreflektiert passiert. Zum Beispiel in der Frage, wenn man jemanden trifft, anderer Hautfarbe, woher kommst du denn? Und dann kommt die Antwort, aus Jena oder aus Hannover. Und dann die zweite Frage, die der Fehler ist, ja, woher kommst du denn wirklich? Und völlig automatisch davon ausgeht, dass ja geboren in Hannover, geboren in Jena, gar nicht in Frage kommt. Und genau diesen Denkfehler gilt es aufzubrechen und wie tief diese Strukturen im Denken, diese Strukturen von Vorurteile auch bei denjenigen reichen können, die nun wirklich niemals als Rassist im ersten Sinne dargestellt werden könnten. Darum, das bewusst zu machen, gilt diese Aktion Vorsicht, Vorurteile. Ich möchte Sie alle sehr, sehr herzlich einladen, sich eine Dokumentation anzusehen, die am 25. Februar auf Dreisat lief, unter dem Titel Die Macht der Vorurteile, wo das in 45 Minuten sehr, sehr beeindruckend dargestellt wird. Nach diesen 45 Minuten sehen Sie die Welt mit anderen Augen. Herzliche Empfehlung, in der Dreisat-Mediathek kann man diesen Beitrag immer noch abrufen. Da spielt übrigens auch Herr Professor Fischer eine kleine Rolle in dieser Dokumentation, der ja maßgeblich hinter der Jenaer Erklärung steht, die aus wissenschaftlicher Sicht belegt, dass es Rasse in diesem Sinne gar nicht gibt, sondern dass es ein gedankliches Konstrukt ist, das eben leider auch in der Welt der Wissenschaft lange, lange Raum und Platz gegriffen hat. Darum geht es mit dieser Aktion. Das wird noch einige Wochen dort so bleiben mit den Aufklebern, mit diesen gedanklichen Stolpersteinen, wenn man so will, Stolperstellen, um eben auch auf die zweite Front des Rassismus aufmerksam zu machen, den Alltagsrassismus. Viertes Thema, es gibt inzwischen ja auch wieder Veranstaltungen, nicht mehr nur Corona, sondern auch Veranstaltungen inhaltlicher Art. Allerdings werden die wegen der Pandemie im Moment immer noch virtuell abgehalten. Wir hatten am Mittwoch hier zwei Veranstaltungen, bei denen ich die Gelegenheit hatte, für die Stadt ein Grußwort zu sprechen. Das war zum einen der erste Thüringer FAMI-Tag. FAMIs sind die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste in den Bibliotheken, sowohl den städtischen wie unsere Ernst-Abbe-Bücherei, als auch in den wissenschaftlichen wie der TULP. Und die TULP war auch der Veranstalter und Einlader hier für diesen Kongress, der ursprünglich hybrid stattfinden sollte, mit auch Präsenzteilen. Das ging nun eben nicht wegen Corona, deswegen voll digital. Und sie hatten über 100 Teilnehmer bei dieser Tagung, wo es darum ging, dass die FAMIs untereinander in den Austausch treten können und das als Weiterbildungsveranstaltung nutzen können. Es war der erste Thüringer Fachtag dieser Art. Aber ich glaube, so gut wie der gelaufen ist, war das der Beginn einer Tradition, die in den nächsten Jahren weiter Bestand haben wird. Und die zweite Veranstaltung
war die 61. wissenschaftliche Jahrestagung der DGAUM, also der Deutschen Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin. Und da geht es in einem extrem breiten Fächer von Themen und Unterthemen um die Frage von Arbeit und der Ausgestaltung von Arbeit, um die Frage von gesunden Arbeitsbedingungen. Alles Dinge, die hier ganze 4 Tage füllen in einem Programm dieser wissenschaftlichen Tagung. Da ahnt man schon, wie komplex und differenziert das ist. Und mit Themen, die auch für uns als Stadtverwaltung in unserer Rolle als Arbeitgeber von großem Interesse sind, wenn wir daran denken, dass wir in den nächsten Jahren ja einen immer weiter verschärften Fachkräftemangel erleben werden und dann natürlich auch selbst ein Interesse daran haben müssen, Arbeits- und Umweltbedingungen zu schaffen, dass die Menschen gesund bleiben, dass sie gern zur Arbeit gehen und in der Arbeit auch leistungsfähig bleiben. Das sind die Themen, mit denen sich diese Tagung beschäftigt hat. Und natürlich stellt auch die DGAUM die Corona-Pandemie und die Digitalisierung, Homeoffice, vor völlig neue Fragestellungen. Und es war beeindruckend zu sehen, wie breit das inhaltlich aufgefächert war. Ein fünftes und letztes Thema, das wäre die Einladung an Sie alle, heute gemeinsam mit mir sich an den 19. März 1945 zu erinnern, so wie wir das jedes Jahr tun, den Bombenangriff auf Jena. Aber auch dies können wir natürlich wegen Corona in diesem Jahr nur im Stillen tun. Ich habe deswegen heute Morgen an der Rathausgasse, an der Stele in der Rathausgasse einen Kranz niedergelegt, im Gedenken an die Opfer von damals und möchte Sie herzlich einladen, das je individuell selbst auch zu tun, zu dieser Stele zu gehen und kurz innezuhalten und sich zu erinnern an den Tag, an dem damals der Krieg, der von Deutschland ausging, mit furchtbarer Gewalt auch nach Jena wieder zurückkam. Jena ist danach die am zweitschlimmsten zerstörte Stadt Thüringens gewesen nach Nordhausen. Allein an diesem Tag, am 19. März, sind damals über 200 Menschen ums Leben gekommen. 12.000 sind obdachlos geworden. Und daran erinnern wir jedes Jahr an dieser Stelle, in diesem Jahr halt wieder in aller Stille. Mit diesen Themen soll es das für heute wieder gewesen sein. Ich wünsche Ihnen wie immer an dieser Stelle ein besinnliches, ein ruhiges, ein entspannendes Wochenende und bis nächste Woche Freitag bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.